So, da ich am Samstag mich aufmache nach Spanien, um den Camino del Norte zu gehen, möchte ich euch jetzt erstmal zeigen, was ich da alles mitnehme und habe das hier mal auf diesem Tisch ausgebreitet. Das erste ist hier ein Zelt, weil es im Moment Corona-Zeit ist und manche Herbergen vielleicht nicht offen sind, hat man mir geraten, von verschiedenster Seite ein Zelt mitzunehmen. Das habe ich noch nie gemacht. Ich bin ja einmal erst den Camino gelaufen. Und jetzt ist das zweite Mal, das ist allerdings das erste Mal, ist schon über 20 Jahre her. Und ja, mit dem Zelt, da habe ich ein bisschen Bedenken gehabt wegen des Gewichts. Und deswegen habe ich mir jetzt hier dieses neue Zelt gekauft. Das heißt, es ist gebraucht gekauft, deswegen war es etwas günstiger. Das ist ein VD Power Lizard Zelt und wiegt inklusive der Stangen und allem drum und dran nur 1 Kilo ungefähr. Ja, und da habe ich das Glück gehabt, dass ich das also gebraucht bei eBay Kleinanzeigen erstehen konnte. So, das sind hier die Stangen, also ganz, ganz, ganz leicht. Die packe ich jetzt als erstes mal ein. Hier, das ist mein Rucksack. Das ist so ein McKinley mit 55 Litern. Yukon heißt der. Und die kommen hier unten in dieses unterste Fach, weil es ja sein kann, dass man, und da passen nämlich die Stäbe auch super rein, dass man halt das abends irgendwie als erstes auspacken will und aufbauen will oder halt morgens dann als letztes wieder einpacken. Und deswegen habe ich gedacht, nehme ich dieses unterste Fach dafür. Und das Zelt selber kann ja mal sein, dass das irgendwie nass ist wegen Kondenswasser oder Regen oder was auch immer. Deswegen kommt das hier in so eine Plastiktüte und dann eben auch da unten rein. Dann kann man das Fach schon mal so ein bisschen zumachen. So. Jo. Dann hier, das ist so eine Sea-to Summit, ganz, ganz leichte Matratze. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißt. Ultralight. Mit diesem Sack zum Aufpumpen, ungefähr 400 Gramm, kommt auch da unten rein. Und das ist also die Heringe, da habe ich noch ein paar zusätzliche gekauft, weil das waren mir nicht genug. Da habe ich noch etwas dazu gekauft. Und das ist das sogenannte Footprint für das Zelt, also so eine regendichte Unterlage, die also extra für das Zelt ist. Ich wollte sie erst nicht mitnehmen, aber ich habe mir gedacht, das kann gleichzeitig auch eine Unterlage sein, mit der man sich irgendwo mal hinlegen kann, um Rast zu machen oder was auch immer. Ja, auf jeden Fall, die kommt auch da rein. Und was auch noch unten reinkommt, ist mein Regenschutz. Passt nämlich auch noch rein. Also mein Regencape, das ist so ein Regencape, Wanderregencape, das geht also bis zum Boden, also ist so bodenlang und geht auch noch über den Rucksack, so dass ich also für den Rucksack die Regenhülle wahrscheinlich gar nicht mitnehmen muss. Das ist so auch von McKinley, wiegt zwar 450 Gramm, aber ist super, weil man halt richtig trocken bleibt. So, das muss ich jetzt mal den Rucksack hier oben drauf tun. So. Also wie gesagt, das kommt alles da unten rein, weil ich da, ja, wenn es regnet, muss ich da ja auch schnell drankommen. Und deswegen wollte ich das da unten in diese Tasche reinpacken. Und das passt eigentlich wunderbar. So, das kann man dann hier noch so ein bisschen festmachen. So. So, dann habe ich da oben schon was drin. Und zwar ein Schlafsack, North Face, ich weiß nicht was, schon ein älteres Modell von meiner Freundin geliehen oder wie auch immer. Also der meiner, ich hatte einen, der zu dick und zu schwer war und einen, der zu dünn und zu leicht war. Und dann jetzt habe ich halt den und der ist genau richtig. Also der wiegt auch ungefähr 1 Kilo. So, dann muss man als nächstes eigentlich jetzt schon die Trinkblase reinmachen, damit die da in dieses Fach da hinten reinpasst. Also Trinkblase hat eigentlich 3 Liter, aber 3 Liter kann ich definitiv nicht tragen. Das ist mir viel zu schwer.
Also so 1,5 bis 2 Liter, das geht. So, das kann man dann hier oben hier so durchstecken. Den Schlauch, so. Und da innen kann man das sogar noch befestigen. In dem Rucksack, so. Muss auch nicht so genau sein, also ja, wenn Wasser drin ist, geht es besser. So, dann habe ich hier meinen Kleidungsbereich. Das ist erstmal das dickste Paket, ist die Fleecejacke. Wiegt auch 450 Gramm, fand ich auch nicht so wenig, aber ohne geht's ja irgendwie nicht. Die Kleidungssachen tue ich alle in so ein Citus Summit. Was ist das? Nano 20 Liter Sack, ist also dann dicht. Das sind ein bisschen ein paar Leggings, warme, für nachts oder so. Ich weiß es nicht, wann ich die brauche. Das ist dann hier so ein Merino Hemd, was ich eigentlich nur zum Skifahren anziehe. Aber ich habe gedacht, ja, kann man auch so jetzt mal brauchen. Und Merino muss man ja nicht so ständig waschen, ist halt von Aldi so ein Teil. Das ist dann ein Funktions-T-Shirt. Also ich habe immer gern so große, die locker am Körper sind. So als quasi als Unterhemd. Dann eine Bluse, Ersatzbluse. Weil ich laufe immer mit T-Shirt und Bluse. Und eben mit Rock. Also das ist ein Ersatzrock. Den habe ich mir selber genäht aus Funktionsstoff. Dann ein Taschentuch aus Stoff, ein kleiner Kissenbezug. Und zwar, das hat sich bei mir immer bewährt, da kann man die Fleecejacke reinstopfen. Und dann hat man eigentlich ein vollwertiges Kissen. Also finde ich einfach klasse, kann man auch mal waschen, ist aus Baumwolle. Aber ja, habe ich mal im Kloster gefunden. Das ist hier ein Multifunktionstuch in Weiß, passt halt zu allem. Und nochmal so ein so ein Tuch für alles, kann man auch als Verband oder was benutzen. Oder als Halstuch, wie auch immer. Dann, das ist hier so ein Sport-BH. Den habe ich eigentlich nur mitgenommen zum Schwimmen. Dann eine Unterhose zum Wechseln. Das reicht auch bei mir immer. Dann zwei kleine Mikrofaserhandtücher, und zwar habe ich die geteilt, also es sind eigentlich nur 2 halbe. Ja, aber ich wollte halt 2 haben, dann kann man 1 mal waschen und die Größe reicht mir. So, das ist eigentlich schon, da sind noch ein paar Ersatzsocken. Und das war es eigentlich schon. Dann kann man das so ein bisschen komprimieren hier. Rollen. Das kann man noch besser machen, als ich das jetzt mache. So, dann kommt das auch so. Also das ist sozusagen der Kleiderschrank für die nächsten 4 Wochen oder 6 Wochen. Mal gucken. So, dann habe ich hier noch Sandalen. Die wiegen halt fast gar nichts. Die sind von Aldi. Aber so für abends mal, um was anderes an den Füßen zu haben. Sonst laufe ich halt mit Wanderschuhen. Ich habe zwar überlegt, Turnschuhe als zweite Schuhe mitzunehmen, aber die sind halt wieder ein bisschen schwerer. Ja, deswegen die Wanderschuhe. So, dann hatte ich vor einigen Zeiten Probleme mit dem Knie, deswegen muss ich diese Kniebandage mitnehmen, leider. Dann, das hier ist das Waschzeug. Da ist einmal ein kleines Nähset drin. Habe ich schon seit Jahrzehnten. Hat mir schon sehr gute Dienste geleistet. Dann hier 2 ganz normale Pflaster für alle Fälle. Alles andere, da findet sich schon was. Eine kleine Nagelschere. Das ist ein bisschen Pferdesalbe. Dann ein paar Blasenpflaster. Magnesium kann man ja auch dann nachkaufen. Dann ein Stück Kernseife, mit dem kann man duschen oder Wäsche waschen, alles. Sonnenschutz, ein bisschen kleines. Dann das Wichtigste hier, Hirschtalg. Ne, jeden Abend, jeden Morgen die Füße eincremen, super.
Zahnseide, Zahnbürste und Zahnpasta hier in so einem kleinen Set. Ja, dann ein kleines Deo hier noch. Ja, das ist eigentlich so mein Waschzeug, Waschbeutel. Der kommt auch noch hier so daneben, passt super rein. Ja, eine Tasse kann man auch immer mal gebrauchen, zwar nicht so oft, aber kommt vor. Dann eine Dose, um Essen reinzutun. Eine Plastiktüte für alles Mögliche. Und hier so ein Wasserfilter, wenn man halt kein Trinkwasser hat, mit so einer Faltflasche. Ja, wiegt ganz, ganz wenig, aber bewährt sich auf jeden Fall, wenn Brunnen irgendwo sind und da gibt's kein Trinkwasser. So. Und ja, jetzt hier geschuldet der Corona-Situation noch ein Handdesinfektionsmittel. Das kommt aber hier an die Seite rein. So, und dann habe ich hier zwei Führer, nämlich den Camino Primitivo. Den brauche ich erst im zweiten Teil. Das heißt, den werde ich dann auch ganz tief irgendwo in den Rucksack reinpacken später. Und hier den für den Küstenweg, also das ist der erste Teil, da habe ich hinten den zweiten Teil des Buches rausgeschnitten. Das ist dann halt mein Wanderführer. Dann habe ich noch einen zweiten Wanderführer, der ist aber eine App, das heißt, der ist dann halt im Handy gespeichert. Also der Einführer muss halt so an der Seite irgendwie rein, damit ich da Zugang habe. Ja, dann habe ich hier zwei Masken. Die eine ist für die Busfahrt und die andere ist halt nochmal so zum Mitnehmen. Ja, und dann zeige ich euch noch, was ich da oben noch drin habe. Das habe ich jetzt schon verpackt. In dem Deckelfach, da sind halt so sind zwei Brillen drin, also eine Sonnenbrille und eine Lesebrille. Dann ein Gabel aus Kunststoff, ebenfalls ein kleiner Löffel aus Kunststoff, also sehr stabil. Und das ist eine Powerbank, da weiß ich noch nicht genau, ob ich die mitnehmen soll, weil ich eigentlich ja das Handy nicht so oft brauchen wollte. Ein Opinel-Messer, ein paar Batterien für das Garmin, das habe ich auch noch nicht gesagt. Ich habe hier nämlich noch dieses Garmin Dakota 20 mit. Das ist also mein Navi und da braucht man ab und zu Batterien für. Und eine Kopflampe für alle Fälle, also als Taschenlampe, als Kopflampe und so weiter. Also das kommt alles da oben rein. Ja, Powerbank weiß ich noch nicht genau, aber so, ich habe mit diesem gesamten Rucksack schon mal eine Probetour gemacht am Sonntag. 18 Kilometer bin ich damit gelaufen. Der Rucksack wiegt jetzt inklusive, also wenn man noch 1,5 Liter Wasser reinmacht, dann wiegt der 11 Kilo. Also das heißt 9,5 Kilo ohne Wasser. Und ja, hier kommt dann in diese kleine Tasche kommt noch mein Handy rein und Geld und so weiter. Das wollte ich dann hier, ich habe hier noch so einen Gürtel, den, was ich dann halt am Leib haben kann. Das ist elastisch, das heißt, ich kann hier auch mal mein Handy und mein Geld reintun, so, um es am Leib zu haben. Aber das muss ich dann noch ausprobieren. Und dann habe ich halt hier noch so die Wanderstöcke, die ich mitnehme. Aber wie gesagt, ja, soweit, so gut.